Hallo ihr Lieben, heute ein schnelles Outfit Face of the Day. Ihr seht ja eigentlich auch schon alles. Nudefarbener Lippenstift, der ein bisschen ins Bräunliche geht, einfach weil er besser zum Outfit passt, ja. Dann die Haare oben zusammengebunden, ist eine Zweckfrisur. Ich weiß, mir stehen die offenen Haare besser, aber die sehen heute nicht mehr so schön aus. Die sind nicht frisch gewaschen, das Devege haben wir so oben zusammengebunden. Ohrstecker, ganz einfache, die auch so ein bisschen zum Outfit passen. Das Highlight heute ist natürlich der Cat Eyeliner, der ist heute sehr, sehr ausgeprägt. Ich habe ein bisschen Schimmerlidschatten benutzt und sonst einen sehr, sehr ausdrucksstarke Eyeliner gezogen. Und Rouge ist ein bisschen zu viel, hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht. Vielleicht nehme ich da gleich noch ein bisschen was runter. Aber heute ist so viel Sonnenlicht draußen und da mag ich das total gerne, wenn ich ganz, ganz viel goldenen Glow auf den Wangen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so seht, aber auf jeden Fall habe ich da ein bisschen too much drauf gemacht, was aber meine Intention auch war. So, dann habe ich dieses schwarze Puffärmel-Oberteil an, das kennt ihr ja schon. Und dazu noch so ein Longsleeve drunter und den Leo-Schal, der mir sehr, sehr gut gefällt. Der war mal von New Yorker und ja, ist einfach einer meiner Lieblinge. Dazu einen schwarzen Ring und diesen Nagellack von Essence. Ihr seht gleich warum. Der hier und diesen Bling Bling Ring. Ja, der ist von Topshop. Und ich zeige euch noch den Rest. Ja, wieder diese schwarze Jeans Leggings und Ballerinas. Ich weiß, für viele ist es noch zu kalt. Mir macht das überhaupt nichts aus. Und das sind Leo Ballerinas von Deichmann. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die haben so ein türkises Muster mit drin. Und deswegen auch dieser Nagellack. Ich glaube, das Licht ist hier ein bisschen schlechter als vorne am Fenster. Ja, auf jeden Fall wollte ich, dass das zusammenpasst und das Division habe ich diesen Nagellack gewählt und diese Ballerinas, die natürlich wieder ein bisschen zum Halstuch passen. So, dazu kommt jetzt noch die Handtasche. Die war mal bei Esprit, von Esprit. Die habe ich im Sale bekommen. Das ist eine ganz, ganz tolle Handtasche. Die habe ich jetzt schon 5 Jahre oder 6 Jahre sogar. Also die sieht immer noch sehr, sehr gut aus dafür, dass sie hell ist. Und ein schwarzer Blazer kommt noch drüber, je nachdem wie kalt es ist. Noch so eine Kunstlederjacke. Und ja, dann bin ich fertig. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.